Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Circular Aquasport, das hatten wir schon mal, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, aber Circular hat mit der Aquasport 2 ein wirklich nennenswertes Update für dieses Uhrenmodell gebracht. Ich zeige euch gegen Ende des Videos, was meiner Meinung nach der absolute Knaller ist und wirklich heraussticht im Vergleich zu der Aquasport 1. Vorher werde ich euch einige der Randverbesserungen in Anführungsstrichen nennen. Besonders gut gefällt mir, dass Circular die Uhr preisstabil gehalten hat. In der hier gezeigten Variante am Tropical Rubber ohne das Top-Grade-Werk kostet die Uhr 599 Euro. Ein in meinen Augen absolut super angemessener Preis, denn die Uhr ist noch einmal deutlich besser geworden im Vergleich zu der Aquasport 1. Und von der war ich ja schon sehr angetan. Ich habe sie selber in der grau-grünen Variante. Die ist übrigens als Aquasport 2 leider nicht gibt. Es gibt die schwarz-orangene und die hier gezeigte grün-blau-petrolfarbene. Die grau-grüne gibt es leider nicht als Aquasport 2. Die Uhr ist etwas gewachsen, hat jetzt einen Durchmesser von 40 mm. Ich vermute, es liegt an der geänderten Lünette, denn die ist deutlich verbessert worden. Bandanstoß weiterhin 20 mm. Die Uhr hat eine Bauhöhe von 12,8 mm, einen schönen Reliefboden, der das Sellita SW200 verdeckt und eine Krone mit einer farbigen Einlage, die wunderschön zu den Minutenindizes passt. Auf dem Ziffernblatt ist verarbeitet die Leuchtmasse C3X1. Und die Lünette mit Saphirglaseinlage dreht sich in eine Richtung, wie es sich für eine Taucheruhr gehört, mit einer Rasterung von 120 Klicks. Die Zeiger sind etwas größer geworden im Vergleich zu Aquasport 1. Ich zeige euch mal meine im Vergleich. Rechts ist meine grau-grüne Aquasport 1 und da könnt ihr sehen, dass die Zeiger doch erkennbar breiter geworden sind, was in meinen Augen sich sehr positiv auf die Ablesbarkeit ausgewirkt hat. Finde ich sehr schön und wirklich gelungen. Die aufgesetzten, applizierten Indizes sind geblieben, sodass eine Tiefe des Ziffernblattes erhalten bleibt und man verschiedene Ebenen hat, auf die man schauen kann. Wir hatten also jetzt schon, das Gehäuse ist etwas größer geworden, beziehungsweise der Durchmesser. Ich führe das auf die Lünette zurück. Die Zeiger sind größer geworden. Die Lünette hat sich geändert, dreht sich deutlich angenehmer, rastet sehr sauber. Und jetzt schauen wir einmal, wie die Uhr an meinem Arm aussieht. Aktuell habe ich von Seiko die Ninja Samurai am Arm. Erkennbar deutlich größer als die Aquasport 2. Aber die Aquasport 2, finde ich, steht mir auch sehr gut und sitzt sehr komfortabel an meinem Arm. Durch das Tropical Rubber mit der Lochung glaube ich, dass sich dieses Band auch im Sommer wirklich angenehm tragen lässt, ohne dass man zu stark unter dem Band schwitzt. Für 599 Euro ist das eine Uhr, die mich wirklich echt begeistert und ich überlege ernsthaft, ob ich sie nicht zusätzlich zu meiner Aquasport 1 oder im Austausch gegen meine Aquasport 1 nehmen soll, weil die Verbesserungen, was Krone, Durchmesser
und auch Leuchtkraft betrifft, mich wirklich richtig begeistern. Zur Leuchtkraft habe ich jetzt schon etliche Anspielungen gemacht. Lassen wir doch mal gucken, was es damit im Detail auf sich hat. Rechts meiner alte Aquasport 1, nein, links meiner alte Aquasport 1, rechts die neue Aquasport 2. Und hier könnt ihr es schon sehen. Die Aquasport 2 ist nicht nur besser ablesbar durch die größeren und breiteren Zeiger, sie hat auch die komplette Minuterie mit Leuchtmasse hinterlegt, was ich absolut klasse finde. Meines Wissens nach ist das aber nur bei der blauen Variante so, bei der schwarz-orangen ist es, glaube ich, nicht so, da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber so im Vergleich ist das schon ein absoluter Knaller. Die Zeiger leuchten heller, weil sie einfach breiter sind und mehr Platz für Leuchtmasse haben. Die Minuterie leuchtet in einem Blau, die Zeiger und Indizes in einem Grün-Gelb, was einen schönen Kontrast gibt und die Uhr wirklich gut und auch lange ablesbar macht. Ich bin richtig begeistert davon und es macht mir Spaß. Und während ich das hier einspreche, habe ich eigentlich immer noch ein Dauergrinsen im Gesicht, obwohl ich die Uhr schon ein paar Mal gesehen habe und sie mir einfach immer noch richtig viel Spaß macht. Was die Leuchtmasse betrifft, ist das aber nicht der einzige Punkt, sondern Zirkular hat auch noch einen anderen Punkt eingeführt und ich bin nicht sicher, ob das der neue Standard für Zirkular wird, weil die Supersport, die gerade in den Verkauf gegangen ist und im Dezember ausgeliefert werden soll, hat das auch und zwar Leuchtmasse im Logo der Krone, wie ihr hier sehen könnt. Das ist etwas, was kein Mensch wirklich braucht, aber wer braucht auch wirklich eine mechanische Uhr? Mir gefallen mechanische Uhren und mir gefällt auch dieser Leuchtmassentupfer auf der Krone. Ich kenne das von keiner anderen Marke, vielleicht kennt ihr das, wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ich finde das super gelungen und ja, es macht mir mörder viel Spaß und alleine wegen dieser leuchtenden Krone könnte ich in Versuchung geraten, mich für die Aquasport 2 zu interessieren. So viel zu dem Thema Aquasport 2. Ich bin Ende des Monats auf der Watchtime in Düsseldorf. Ich versuche dort einen O-Ton von Cornelius Huber zu bekommen. Falls ich ihn bekommen habe, dann kommt er jetzt. Ja, hallo, lieber Axel, hallo, liebe Folger oder Follower vom Axel. Ich freue mich, dass ich heute ein bisschen mit Axel reden kann über unsere Uhren. Wir sind auf der Watchtime in Düsseldorf. Es ist eine super Messe hier. Wenn es eine Möglichkeit gibt, nächstes Jahr mal hierher zu kommen, macht echt Spaß. Und wir haben unsere neuen Uhrenmodelle dabei von Circula. Die Aquasport 2 in der zweiten Generation. Leicht verändert zur ersten Generation. Sagen wir, der Hauptunterschied ist, wir haben jetzt alle mit Zenita ausgestattet. Und man kann auswählen, entweder in Standardausführung oder in Top plus 100 Euro. Ich glaube, auch ziemlich fair, transparent. Und hier ist im Vergleich zur ersten Generation die Lünette um 1 mm angewachsen. Das heißt, sie steht jetzt einen halben Millimeter über an jeder Seite und hat damit einen besseren Griff. Und wenn man sie dann jetzt dreht, auch kein Rückspiel. Echt ein satter Klick. Lässt sich auch einfacher drehen. Genau. Und dann haben wir als Leuchtmasse C3 X1, Swiss Superluminova. Also würde ich mal sagen, der Goldstandard in der Richtung. Und auch nachts, wenn man mal um 3 nochmal aufstehen muss, kann man ablesen. Zusätzlich ist die weiße Minuterie, die ist mit BGW 9 belegt. Das heißt, im Nachtleuchtbild hast du im Prinzip die grünen Indexe, grüne Zeiger leuchtend und dann ist der Minuterie-Ring blau leuchtend und die Lünette auch mit BGW 9 auch blau leuchtend. Und es gibt dann echt ein schönes Nachtbild einfach. Ne? Das kann ich bestätigen. Genau. Was haben wir noch vergessen? Jetzt haben wir EPDM-Kautschuk, höchste Kautschuk-Qualitätsstufe auch, die man hat. Und dann glaube ich für 5,99 mit Zelita Standard, 6,99 mit Zelita Top. Ein faires Angebot.
Ja, ob es geklappt hat oder nicht, das weiß ich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Ich hoffe, er konnte etwas Interessantes sagen und euch auf die Reise mitnehmen, die er gemacht hat, als er diese Uhr entwickelt hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, was ihr von der Uhr denkt, was ihr von dem Upgrade denkt, ob ihr eine AquaSport 1 habt, ob die 2 für euch interessant ist. Ansonsten bleibt bitte gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.